Susan, so, schaffen wir das noch? Susan, bleiben Sie wach. Können Sie mich hören? Wach bleiben. Okay, gut. Eieiei. Unfassbar, dass man sich die Pulsadern aufschneiden kann. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schau nach dem Baby. Okay. Unfassbar. Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Sie heißt Emily. Aber ein schöner Name. Ist auch sogar noch eine Sie. Hey, Kleine. Okay, bevor... Ja, das ist eigentlich schon schlau. Wir sollten eigentlich zuerst die Hände waschen. Das, was wir vorhin gemacht haben, sollten wir jetzt erledigen. Bevor wir das Baby berühren tun. Sonst würde meine Frau auch mir auf die Finger hauen. Hallo, Emily. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Einmal in die Windel geschissen. Wie sie sich freut jetzt. Einmal virtuell die Windel wechseln, alles klar. Muss ich bestimmt später auch nochmal. Ah, wie sie sich freut. Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Das stimmt. Stimmt's, Emily? Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Hey, es will bespaßt werden. Was sonst? Was erwartest du? Ein Kind muss bespaßt werden. So, wir sagen jetzt mal, der, dass alles in Ordnung ist, soweit vermute ich mal. Was anderes kann ich mir eh nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. So. Susan, ich hab die Windel gewechselt, aber sie schreit noch. Sie hat Hunger. Alles klar. Dann kriegt sie noch eine Flasche. Okay. Ja, auf jeden Fall muss ich auch virtuell der Vater sein. Gut. Hey, da ist wenigstens eine Klimaanlage. Gut, dann werde ich auf jeden Fall jetzt schon mal die Flasche warm machen. Eine Dame ist wieder draußen. So. Einmal Fläschchen warm machen. Also wenn du die jetzt nicht warm machst. Das Ding mal lieber warm. Ja, genau. Hey, guck mal. Optimal. 3 Minuten warten. So, zum Kind gehen. Bespaßen. Und jetzt sag mir jetzt nicht, dass ich noch die richtige Temperatur noch bekommen muss dafür. Weißt du, so testen. Genau. Mein Ding. Ding. Da. So. Vermute mal. Und? Teste? Testest du wenigstens? Okay, du sagst jetzt, es ist in Ordnung. Alles klar, dann gucken wir mal. Aber nicht liegend, eh? Ja, die Windel hättest du auch wenigstens wegschmeißen können, Bub. Oh, Emily, hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. Oh. Das ist so ein schöner Anblick. Ja, jeden Moment genieße ich auf jeden Fall davon auch. Und Boyen. Oh!
Also, ich muss öfters Kreis drücken. Boyan, 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 boyan. Geht doch. Ah, oh, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Ah, das ist doch... Das finde ich echt eine geile Sache im Spiel gerade. Finde ich echt cool. Ups, das war zu unsanft. Das war zu unsanft hingelegt. Ja, das war wirklich unsanft. Und nochmal von vorne. Einmal hin und einmal weg. Einmal hin und schlaf, kleine Emily. So, und jetzt ganz langsam mit Gefühl. Voila. Merkt euch das. Würde auch meine Tochter schon noch rumschreien. Mie, wenn ich sie unsanft hinlegen würde. Hallo? Ach, da macht er auch gerade, was er will mit mir. Gut, dann sage ich der Dame dahinter, dass alles tutti frutti ist. So. Oh, sie kann wieder aufstehen, okay. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich vermute mal, wir sitzen uns neben ihr, tröste mir mal, hä? Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Ich verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall sinnvoll. Jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir holen noch jetzt das Handy hier raus. So, Dele. Wo ist das? Viel Glück, Emily. Pass auf deine Mama auf. Gut, wo war's? Hier, hä? Da ist das tappische Handy. So Leute, ich werde hiermit die YouTube-Aufnahme beenden und danke euch vielmals fürs Einschalten bei diesem heutigen Livestream. Tschüssi, Kowski.